Hi, ich bin Kaltenkirchen. Ich mache Musik. Ich komme aus Wien, ursprünglich aus Stuttgart. Und mache im Endeffekt Schlager für Menschen, die gerne lesen. Also bei meinem Namen sowie bei meinem Projekt geht es eigentlich darum, irgendwie so eine andere Seite von mir selbst, die ich nicht im Alltag verkörpere, auszudrücken. Wie bei den meisten Künstlern und Künstlerinnen ist es einfach so, dass man jemanden spielt, dass man mit sich selber jemanden anderen spielt. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich sehr depressiv sein kann und sehr, sehr niedergeschlagen und hatte aber nie das richtige Ventil, um diese Persönlichkeit von mir irgendwohin anders zu schicken. Kaltenkirchen behandelt die Themen, die im Endeffekt sehr schwermütig sind und nicht super positiv. Und eigentlich bin ich ein super positiver Mensch und möchte eigentlich immer nur Wärme ausstrahlen. Aber durch diese kalte Seite in mir brauche ich die Musik einfach, um das Ganze auf eine künstlerische Art und Weise weg von mir zu drücken. In den 60er Jahren war so ein bisschen der Anti-Schlager der Rock'n'Roll. In den 70er Jahren war der Anti-Schlager so ein bisschen der Disco. Und in den 80ern hat es dann so angefangen, dass im Endeffekt mehrere Musikgenres, mehrere popkulturelle Strömungen, wie zum Beispiel Punk, wie zum Beispiel Krautrock, die elektronische Musik, gemeinsam irgendwie so eine Antipode zum Schlager entstehen lassen haben. Und die sind dann so zur neuen deutschen Welle geworden. Und diese neue deutsche Welle ist im Endeffekt sehr präsent in meiner Musik, hat sich so ein bisschen die Sprache als emanzipatorisches Mittel genommen, um aber dennoch mit schlageresken Melodien irgendwie so eine Annäherung zum Schlager geschaffen, ist dann auch irgendwann gemeinsam kollidiert und hat so eine neue Musikrichtung zustande gebracht. Naja, ich bin damals aus Stuttgart weggezogen, wie viele junge Leute aus ihrer Heimatstadt wegziehen. Ich wollte im Endeffekt ein bisschen kompetenter werden, wenn es über Musik sprechen geht. Dann habe ich angefangen, Musikwissenschaft zu studieren, bin dort ganz langsam im Endeffekt mit dieser Gegenströmung von deutschsprachiger Musik, die in Österreich so stattfindet, cool geworden und habe eigentlich viel aufgesogen, was da zur damaligen Zeit so in Wien abging und habe dann durch ein lustiges Seminar über Schlager in der Uni meinen Weg so zur deutschsprachigen Musik gefunden. Diese ganzen künstlerischen Einflüsse, ob es jetzt durchs Lesen, also Literatur oder die Musikgeschichte oder die Musik, die man hört, ist. Sämtliche Einflüsse finden im Endeffekt dann irgendwann in so ein künstlerisches Projekt Eingang. Und so auch bei mir. Ich lese sehr viel und irgendwie entstehen dann sehr lautmalerische, sehr bildhafte Vorstellungen während dem Lesen. Und tatsächlich bin ich relativ häufig auch durch Bücher auf den einen oder anderen Song gekommen. Naja, auf Harry Haller ist es ja so, dass im Endeffekt die erste Strophe fast gänzlich von Fausts Monolog aus Goethes Faust rezitiert ist. Und Harry Haller, der Titel, ist auch die Titelperson aus Der Steppenwolf. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich Hermann Hesse dort direkt referenziert auf Goethes Faust. Und ich wollte irgendwie weitermachen und das Ganze vermusikalisieren. Na, im Endeffekt fing alles an durch eine Break-up-Story. Und das war tatsächlich der erste Titel, den ich geschrieben habe für das Projekt Kaltenkirchen und ist eigentlich nur die ehrliche Geschichte von dem Moment, in dem ich Schluss gemacht habe. Im Endeffekt ist es einfach nur der Abschluss eines Lebensbereichs. Dieses Album beschreibt eben einen Teil meiner Vergangenheit und die wollte ich durch ein Projekt abschließen und nicht irgendwie jetzt so auf EP aufsplitten und dann nochmal irgendwie ein paar Songs veröffentlichen, bis dann ein Album mit 7 schon veröffentlichten Songs plus 3 neue ergibt. Ich habe gedacht, ich hau irgendwie ein paar Singles raus und dann ein Album. Nein, dass es dann ein Album wird, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Also ich habe Musik gemacht, habe irgendwie einen Teil der Vergangenheit verarbeitet dadurch und dann wurde es immer mehr und im Endeffekt gibt es auch nicht mehr Songs. Ich habe nicht mehr Songs produziert oder geschrieben, sondern es sind genau diese 11, die bis dato fertig wurden und dann habe ich die unter dem Projekt Im Namen der Liebe einfach so zusammengepackt. Ich weiß nicht, wer das featuren sollte, also es ist einfach nur meine Geschichte und Features sind meistens dafür da, um dann im Endeffekt noch in einem anderen Fankreis irgendwie aufzutauchen. Ich habe ja ein Feature gemacht mit Mia und mit Max und das aber im Endeffekt einfach nur, weil ich Bock hatte, was live zu performen und Mia mit mir schon im Kontakt stand und ich Max dann einfach gefragt habe. Also es ist jetzt kein Konzeptalbum, aber es ist definitiv einfach die innere Gefühlswelt beschrieben, auch die Themen, die mich beschäftigen. Wir sind das Volk ist im Endeffekt mal so ein Gesellschaftsschnitt. Die Lichter ist die Warnung an mich selbst, eventuell, falls sowas wie Erfolg eintreten sollte, die Bodenhaftung zu behalten.
Liebe auf dem Klavier, Im Namen der Liebe, Harry Haller, das sind alles typische Love-Songs. Phase 0 zum Beispiel ist ein Song, der handelt von Obdachlosigkeit und der Perspektive eines Menschen, der wie Diogenes sich irgendwie der Philosophie der Straße hingibt, weil er mit der Gesellschaft irgendwie nicht mehr kann. Also es ist viel so Gesellschaftskritik, aber andererseits auch viel Auseinandersetzung mit mir selbst. Also das Album gibt es live zu hören auf einer kleinen Minitour, die ich mit Trille mache. Das ist vom 20.02. in Berlin bis zum 23.02. in Wien und ein Termin noch in Stuttgart dazwischen. Und dann hoffen wir mal, dass hier meine Bookerin dann eventuell noch mehr Dates für Ende des Jahres findet. Aber ich bin mir sicher.